Der Kreuzweg in St. Elisabeth in Eckersmühlen bei Roth macht Jesus' Leiden begreifbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Die aus Bronze gegossenen Tafeln stellen die Szenen des Kreuzwegs besonders plastisch dar. 15 Stationen erstrecken sich über die linke und die rechte Kirchenwand. Pfarrer Christian Löhr ist aber die Verteilung der Tafeln aufgefallen. Interessant finde ich, dass der Kreuzweg auf der rechten Seite 11 Stationen hat, also bis zur Annagelung ans Kreuz, und architektonisch es von der ersten zur 11. Station im Raum immer dunkler wird. Christus geht auf seinem Kreuzweg ins Dunkle hinein, bis er angenagelt wird ans Kreuz. Und dann auf der linken Seite der Weg in die Helle, Christus erhöht am Kreuz bis zur Auferstehungsstation der 15. Station. Die Kirche St. Elisabeth wurde 1969 gebaut. Damals gehörte sie noch zu Hilpoltstein. Heute ist sie eine Filialkirche der Pfarrei Roth. 5 Jahre nach der Weihe kam der Kreuzweg in die Kirche. Wer ihn gestaltet hat, ist nicht festgehalten. Die Darstellung auf den Tafeln ist reduziert. Die wenigen Details wirken daher umso stärker. Zum Beispiel in Station 4, wenn Jesus seiner Mutter begegnet. Christus öffnet seine Hände, nur noch mit einer Hand hält er den Kreuzesbalken und mit der anderen Hand unterfasst er sozusagen die offenen Hände seiner Mutter. Da begegnen sich nicht nur zwei Menschen, zwei Gesichter, sondern eben auch diese sehr ausdrucksstarken Hände der Hingabe Christi, der Bereitschaft der Gottesmutter. Die Kanten umreißen die Tafeln unregelmäßig. Die Gesichter bestehen aus einfachen, runden Formen. Sie tauchen aus dem Dunkel auf und nehmen den Betrachter in die Szenen mit hinein. Karl-Heinz Heumann ist Kirchenpfleger. Ihn regt besonders die 6. Station zum Nachdenken an. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Deshalb, weil Veronika keine Scheu hat und keine Angst, aus der Masse herauszutreten und Christus das Schweißtuch als Hilfeleistung anzubieten. Und in unserer heutigen Gesellschaft ist es eben so, dass die Leute oft nicht heraustreten aus der Masse, um Hilfe zu geben, aus welchem Grund auch immer. Den Einsatz für diese Gerechtigkeit, für die Hilfe, die fehlt einfach sehr stark in unserer Gesellschaft. Die Einfarbigkeit lässt den Kreuzweg in der Kirche in den Hintergrund rücken. Wer die Tafeln genau betrachtet, spürt aber, der Künstler wollte Jesus' Leiden begreifbar machen und mit der Auferstehungsszene die Hoffnung in den Mittelpunkt rücken. Gemeindemitglied Julia Leberle springt besonders die 12. Station ins Auge. Schon in dieser Szene, in der Jesus am Kreuz stirbt, steckt ihrer Meinung nach Zuversicht. Auf der einen Seite kommt zum Ausdruck das große Leid, das er erleidet, aber auf der anderen Seite ist auch ein Triumph über sein Leid dargestellt, wie er ähnlich fast wie ein König am Kreuz über sein Leid triumphiert. Und er nimmt quasi die Menschen durch die ausgebreiteten Arme mit in dieses Leid hinein, nimmt sie mit in sich auf. Und es hat auch ein bisschen so den Eindruck, wie als würde er fast aus dem Bild herauskommen und die Welt, die Christenheit umarmen.